Hallo zusammen, willkommen zurück zu Eratos. Ja, wir verlassen den Zwergentunnel. Und ich habe jetzt soweit alles vorbereitet. Ich habe auch mir eine neue Taktik zurechtgelegt und mal ganz kurz gezeigt, wie wir stehen. Ich habe jetzt alles besetzt, was wir besetzen konnten. Das heißt, diese Lakaien, die habe ich jetzt noch nicht freigeschalten. Da kann man jetzt auch nichts weiter machen hier. Ich habe in der Arena zwei Lakaien drin, die leveln hier. Dann haben wir die Leichenhalle, noch zwei Lakaien, welche noch etwas Leben benötigen. Und es gibt noch zwei Kämpfe. Dann geht's raus aus der Zwergenmine, den Zwergentunnel. So, ich würde sagen, das nächste Gefecht steht an. Und dann geht's direkt weiter zum Bosskampf. Ein anderer Weg bleibt uns jetzt nicht, von daher starten wir direkt mal ins nächste Gefecht. Ja, meine neue Taktik besteht darin, dass ich doch öfters mal den Rückzug benutze. So, wir schauen mal. Jetzt geht's los. Also, wir müssen erstmal schauen, er ist natürlich unser Hauptziel. Wir schauen mal eben, er hat ein Schild, er hat ein magisches Schild, sie hat ein magisches Schild, er hier hat ein magisches Schild. Also mit physischen Attacken können wir hier drauf gehen, die geht durch. So, weiterhin schaue ich mir zuerst dann die Leben- und Verstandsanzeige an. Da sehen wir zum Beispiel, dass der Hammerschwinger 150 Verstand hat und 190 Leben. Es wäre eigentlich angebracht, auf Verstand zu gehen. So, dann sehen wir auch, er hat 10 Widerstand von den Schilden. Das ist hart. Ja, so schaue ich mir erstmal die Gegner genau an. Wenn wir jetzt Ignion zum Beispiel nehmen, er hat 0 Schild, er hat keinen Block drin, er hat 135 Leben, 135 Verstand, das heißt, hier könnten wir eigentlich auch zuerst mal drauf gehen. Und ich denke, wir nehmen erstmal hier die zwei Schilde weg. Das machen wir einfach hier mit einem Zauber. Müssen wir bloß mal eben schauen. Verfluchte Puppe. Bewirkt 25 Magieschaden. Oder wir nehmen hier. Da geht er jetzt erstmal daneben, aber der Schutz ist weg. So, jetzt können wir voll draufhauen. Sagen. Können wir versuchen, das mal direkt mit Stress bei ihm hier. So, physischer Angriff, Stressangriff. Jetzt bin ich am überlegen, ob wir sie hier gleich mit attackieren. Sie verschwindet, wenn sie als letztes übrig ist. Okay. Unser, wie nennt er sich? Verblichener. Er ist ein richtig guter Buffer, da müssen wir ja mal schauen. Der ausgewählte Verbündete erhält für 2 Runden 14 Angriff und Furcht. Dann kann er noch eine Falle legen. Wir legen erstmal die Falle. Sehr schön, da ist es schon wahnsinnig. Pechpräzision, Ausweichen, minus 15. So, er hat noch 68. Gut. Unser Zombie. So, da sehen wir ja, der hat 0 Schild. Wenn wir jetzt hier unseren Buff machen, 50% mehr Schaden und dann bekommt er noch ein Schild dazu.
war nicht gut. So, habt ihr gesehen? Sie hat Abwehr gebufft. Jeder hat jetzt wieder ein Schild. Wieder steht sozusagen physischer Attack. Wir machen das aber einfach. Wir nehmen hier den Knochenspeer. Der greift die ersten zwei an und nimmt sozusagen die Schilde wieder weg. Sterbliche am Spieß. So, magischer Angriff. Das ist natürlich nicht gut. Die Chance besteht, dass er die beiden hier hinten trifft und die haben noch ein Schild drauf. Das heißt, wir werden mal unseren Zombie buffen. Oder unsere Braut. Königreich wird sich erheben. So, Verstand ist bei null. So, unser Zombie. Jetzt gucken wir ihn nochmal an hier. Er hat null Rüstung. Das heißt, wir könnten hier direkt volles Kanonenrohr drauf. Bis 80 Schaden. Er hat null Ausweichen, also ihn treffen wir. Geburt war dein erster Fehler. Super, dann ist er weg. Sich mir in den Weg zu stellen. Dein letzter. Die Braut gefällt mir nicht. Die macht, glaube ich, nicht mehr lange mit. So. Lass mich kurz überlegen. Ja, hier. Knochensplitter. Sie hat noch ein Schild drauf. Ich sage dir mal die Pestzweige. Für ihn ja. Wir könnten ihn auch hier direkt. Nee, ihn machen wir physisch. Dann ist er wenigstens gleich weg. Was denn jetzt? Inspiration? Begeistert. Bis 53 Schaden. Ja, ist halt noch der Buff drauf. So, Zombie. Physischer Angriff, ich denke mal. Bis 22 Schaden. Ist zu wenig. Magischer. Nehmen wir einen magischen Angriff. So, jetzt haben wir bloß noch einen sozusagen. Sie flüchtet eh. So, er hat Schutz. Mana würde ich mal aufheben. Naja, müssen wir das Schild runternehmen. Nützt nichts. Vielleicht überlebt sie ja doch noch. Plus ein Magieschutz. Bin echt am Überlegen, ob wir Stressschaden machen, aber ich denke nicht. Unser Zombie, der kann das nicht. Magieschutz, aber ging durch. Hat es wieder gebufft. So, jetzt ist er natürlich geschützt.
ich sagen, hier, mach mal nachladen. Meiner Macht. Super, Schild ist weg. Das war's. Ein vorhersehbares Ende. Geschafft, gab ich jetzt aber echt wenig. Seltsames Glas. Nach einem Sieg findest du garantiert ein Gehirn. Oh. Okay, so, passt auf. Wir gehen mal eben hier in die Leichenhalle. Nehmen wir die zweimal raus, stecken wir unsere Braut rein. Der Rest ist ja fit wie ein Turnschuh. So, auf, dann nehmen wir nochmal die Braut wieder mit. Oh. Wir leveln sie kurz hoch und dann geht es direkt weiter. Okay, jetzt auf Blechner. Jetzt gucken wir mal. Was könnten wir denn hier noch drauf geben? Ignoriert magischer Schutz. Meine Feinde erwartet eine super unschöne Überraschung. So, der Zombie hat 4 Punkte. Also Angriff gebe ich meist gar nicht mehr. Ich gebe fast immer nur noch Schutz oder Ausweichen Glück. Glück ist halt kritische Treffer. Da können wir drauf gehen. Ja, hier hat 2 Punkte. So, dann geben wir hier noch 6 Punkte drauf, wie er das Ziel trifft, mit welcher Chance. Und hier können wir noch 2 auf Glück machen. Also die Werte, die hier stehen, die werden dann hier direkt dazu gerechnet. Okay, sagen, wir sind vorbereitet. Gehen wir mal in die nächste. Ne, Kampf ist ja noch nicht. Wir haben noch Kultisten. So, was haben sie denn? Ende Schädel. Verringert? Den durch verblichene wirkten Schaden. Das ist auch gut, ja. Herz der Leere. Das nehmen wir. Eins haben wir noch vergessen. Artefakte. Wir nehmen hier noch ein Artefakt mit. Und zwar, ich zeige euch mal eben, was ich überhaupt habe. Lakaien erhalten bis Gefechtsende 6 Rüstung. Dann haben wir den Ring mit. Alle Feinde verlieren zu Gefechtsbeginn eine einmal blocken. Alle Lakaien plus 3 Angriff und Furcht. Und hier erleiden 8 Schaden, wenn sie sich bewegen. Und wir nehmen noch hier, habe ich noch was ganz Tolles gehabt. Zu Gefechtsbeginn verlieren alle Feinde 30 bis 45 Vitalität. Das nehmen wir mal. Die Sterblichen werden nun vor mir erzittern. Also noch mehr als ohnehin schon. Den schwarzen Ritter mitnehmen? Obwohl. Lassen wir mal.
Wenn es eng wird, Rückzug. So, Bosskampf. Sieht böse aus. Auf ins Gefecht. Ach je, alles Maschinen. Er hat schon Schaden. Jetzt müssen wir erstmal gucken, was hier los ist. Beschworen. Schwinden am Ende des Gefechts. Okay. Ich denke mal auch, dass wir direkt hier auf den Boss gehen müssen. Der Tüftler verliert für jeden zerstörten Turm 100 Vitalität. 700 hat er, okay. Was? Guckt mal. 999 Widerstand. Geht ja gar nicht. Also null Chance, auf den brauchen wir gar nicht drauf gehen. Wir suchen uns jetzt hier einen Turm aus. Ja, das heißt, wir müssen auf die Türme. Sagen wir, machen erstmal den Turm hier, der am meisten Schaden macht. Oder wir gehen mal hier direkt was denn? Warum was denn? Ich habe da gerade dieses Gefäß. Ach so, das ist direkt angewendet worden. Darum haben sie jetzt schon so viel verloren. Okay, verstehe. Einen Lebenspunkt hat er. Ist ja ärgerlich. Magischer Schaden. Ne? Das können wir machen. Wird schon irgendwas treffen. Ja, natürlich ihn. So. Zombie lädt nach. Repariert. Okay. Da müssen wir echt uns was einfallen lassen. Wir müssen die jetzt komplett wegkriegen. Nutzlos. Oh, erster Weg. Jetzt im Tod wirst du von Wert sein. So, hier haben wir jetzt Magieschild. Und hier haben wir doch gelesen, das ignoriert Magie. Wäre doch jetzt ein Ding. Wohl, Pestwolke. Unterstützung. Wäre doch ein Ding, wenn der jetzt wieder den hinten trifft. Super. Alles noch okay hier. Ein Leben. Schreckliche am Spieß. Dann machen wir es so. Ein Fitzelchen fehlt noch.
Das war der Falsche. Ärgerlich, ärgerlich. Wartet, wartet, wartet. Wenn wir ihn nehmen hier. 24 Schaden. Sterbliche am Spiel. Fast weggekriegt. Es läuft gut. Diesmal geben wir einen Buff. Wir können es versuchen. Ne, wir geben den Buff. So, da macht sie mehr Schaden. Okay, gehen wir auf den zweiten drauf. So, werfen wir noch unseren Ritter. Oder so Zombie wäre angebrachter. So, Kanonenkugel bis 124 Schaden, die nehmen wir. Das hat 19, wartet mal, 19. Hier machen wir 18. Wartet mal, verfluchte Puppe. Genau. Wir nehmen erstmal die Puppe. Eine mehr für den Haufen. Jetzt die Kanonenkugel. So, Kollege, jetzt wird's eng. Leben hat er denn? 150 Leben, noch zwei Stück, dann ist er weg. Ah, hat Magieschutz gehabt. Habe ich nicht gesehen. Springt die Runde. Ganz schlecht.
So, wir haben 80 Zonen, den müssen wir langsam mal mit einsetzen. Weiß nicht, ob wir nochmal einen Rückzug machen sollten. Nochmal neu probieren, wieder herkommen. ...36 Schaden. Könnte klappen. Könnte. So, 82 Schaden. Wirkt bei allen Feinden 31 bis 33 Schaden. Bringt uns nicht weiter. Würde Teil der atemlosen Flut. Oh. Wieder gelebt. Oh, er ist okay. Er müsste seine Kanonenkugel jetzt abschießen können, der Zombie. Wenn wir jetzt hier das Schild wegnehmen. So, weg ist es. Er kann jetzt seine Kugel. Das ist 82 Schaden. Bringt's aber nicht. Geladen nach. Boah. Oh, magisches Schild. Magisches Schild. Jetzt ist der Zombie wieder dran. Sehr gut. Mehr Material. 24 Leben, also eine müssen wir noch. Eine müssen wir noch, aber wieder keine Chance. Schützengraben. Kommt doch wenigstens wieder ein Schild, ist in der nächsten Runde dran. Super, können wir uns eine aussuchen. Die haben 6 Rüstung, das hat 0 Rüstung, hat ein Schild. Ich glaube, da gucken wir jetzt nicht auf die Rüstung. Dort 64 Schaden. Daran werde ich mich nie satt sehen. Oh, wenn das so weitergeht, wird diese Welt schneller gesäubert als erwartet. Sieg, wir haben gesiegt. So. Wir haben Humikron-Eintrag, 4 Stück erhalten. Wir haben den Stierschädel. Was haben wir hier noch? Ein verfluchtes Zauberbuch.
Sehr schön. So. Ich würde sagen, ich werde dann hier mal Wunden lecken. Wir können mal eben schauen, wie es weitergeht. Ausgang. Der Weg nach draußen. Okay. So, wir sind in der dritten Ebene. Und wie gesagt, ich werde jetzt Wunden lecken und etwas wieder vorspielen und dann sehen wir uns hoffentlich in den nächsten Folgen wieder. Macht's gut!